Yeah, hello, it's me, Jürgen Klopp. Okay, let's go. Yeah, fantastic. Love that. Ja, ich fahr ja. Crazy. Okay, bye bye. We see us. Bisschen runterkommen, mich ein bisschen entspannen. Ja, der ist die Muttermilch vom Kloppo gewöhnt. Pass auf, mach für den Jungen noch einen Kaffee ohne Kohlensäure. My performance, I'll show you. Sorry, but I have nothing to say. We're gonna win that league, are we gonna win the league? Yeah, we win the league. Yeah, we're gonna win the league. We win the league, the Champions League. Yeah. Achtung! Yeah, so I will be that nightmare. Ich bin gallig, ich bin heiß wie Frittenfett. Da ist er. Was meinst du, was du da abnimmst an der Seitenlinie? Wenn ich da. Oh, du siehst nach wie vor fantastisch aus. Ja, danke. Danke. Du auch. Ne? Ich bin sicherlich einer, der ein großes Wissen hat und auch noch hier voll klar in der Birne bin. Aber da müssen heiße Jungs heiß düsen, so wie du einer noch immer bist. Die müssen dahin gehen. Soll ich dir was sagen? Nee. Ich war schon damals von deiner Bildersprache, wie du Dinge auch bildlich darstellen kannst. Das ist gerade für die Spieler wichtig. Ja, sensationell. ist für mich natürlich ärgerlich, weil... Entschuldigung, aber es ist mein Pokal. Überleg mal, ich war in Mainz, Thomas auch. Ich war in Dortmund, Thomas auch. Ich habe den DFB-Pokal gewonnen. Ja, Thomas auch. Ich bin nach England, Thomas auch. Ich habe im Champions League-Finale gestanden, Thomas auch. Ja, hier, the club. Ja, hier. The Reds, hier. That's it, ja. Hat er so recht. Hör mal, ich hab gerade was. Ich hab gerade der richtige Bayern-Fan. Ich hab gerade, was stinkt das hier so? Der Bayern-Trikot an. Was ist denn los hier? Komm, so, hier, schau mal. Guck mal her, hast du denselben Zahnarzt wie ich? Ja, yeah, man. Look the teeth. Like me. Jürgens Teeth, Mann. I like it. I listened to music of the Beatles and my wife didn't call me anymore Jürgen. She called me now Ringo Klopp. Yeah! All you need is Klopp, Klopp, Klopp is all you need. Es gibt eigentlich nur einen Messias und das bin ich. Fröhliche Weihnachten. Besinnliche Zeit. Entspannung. Einfach mal zur Ruhe kommen zwischen den Jahren. Das ist auch mein Credo, aber wir haben natürlich hier Boxing Day. Die Bayern weghauen. Also, frohes Fest, schönen Heiligabend, euer Kloppo. Ja, ich liebe Liverpool. Das ist mein Junge, den habe ich entdeckt. Hier Porto. Mainz gewinnt 3-0 gegen Leipzig. Also Freunde, wir sehen uns. You never walk alone vor der Südtribüne, gesungen von Andreas Gabayé. Im Sommer kommen.
komme ich zurück. Ja! Ja, mach's gut. Ja. Ja. Ah. Ja, der Bundesliga, die hauen die ganzen Stars doch ab. De Bruyne, Sané, Kroos, alle weg. Ah. Hier. Ah, Liverpool, Premier League. Ja. Bundesliga. Guck dir die Premier League nochmal an, wenn du da hast. Da hast du Pep Guardiola. Ja. José Mourinho. Ja. Und Jürgen Klopp. Ja. Das ist geil. Also entweder die Bundesliga lässt jetzt endlich mal ein paar Scheiß ins Land. Ja, oder der FC Bayern verteilt sein Festgeldkonto auf die restliche Bundesliga. Dann ist wieder Chancengleichheit. Ja! Ja! Macht's gut. Ja! Klopp saves the Queen. Ja! 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 Sorry. I'm now immortal. It's not the end. It's just the beginning. Okay. Ja, ich fahre jetzt mit meinem Schatz in Urlaub. Ja. Was? Nein, nicht mit Ulla. Mit dem Henkelpott. Ja! Ja! Ja, wir haben gestern natürlich ordentlich gefeiert in Liverpool. Ja! Ja. Herr Klopp, sind Sie bereit? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Sehr bereit. I'm on fire. Ja. Zu Beginn etwa. Ja. Nee, ich denke, dass Paderborn das Rennen macht. Oder Union Berlin. Ja, aber ganz ehrlich, wie kann man so doof sein? Ich könnte mich jetzt so aufregen über diese Blödheit. Ich mag eher so Jungs wie mich, immer ruhig, zurückhaltend, schön kontrolliert. Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, Herr Klopp. Ich muss die Frage stellen, Mourinho oder Guardiola? Da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Jupp Heynckes. Ja. Ich war mit mir am meisten zufrieden wieder. Mit dir? Ja. Nuri, Shinji, Schmelle. Was war das unter mir? Geile Kicker. Yes, there was a press conference. And I said that I'm not the special one. I'm the normal one. The normal one in my special way. normal, crazy and a little bit insane. Yeah, what can I say? Thank you very much for that incredible Knobs Kultliga Award. Ja, ich stehe hier, weil ich das Finale gewonnen habe in der Champions League. Wenn du es gewonnen hättest, Maurizio, dann würde ich dir trotzdem stehen. Ja, ja. Aber wenn es nach mir ginge, dann gäbe es nur einen, der im Tor der Nationalmannschaft steht. Und das ist Roman Weidenfeller. Ja, thank you. Yeah, I'm on the real good side of life. I'm a living legend. Obviously, yeah. The past was good, the present is great and the future will be good for us as well. Weil, ja, ich einfach, oh, sorry, quite heavy. Ja, weil ich einfach ein geiler Typ bin. What? Yes! Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doch, doch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich kein Verständnis für, wenn sich Leute an der Seitenlinie nicht im Griff haben. So, aber ich gehe jetzt noch schön in den Pub und trinke mir ein Pein an der Theke. An der Ben-Theke. Ja! Stop for the Klopp. What? Ich bin König Klopp, der Viertel von Zwölfte. hier. Moment mal gerade.
ich ja. bin immer noch fit, kann es immer noch, kann ich nochmal dem Löws beweisen. Mit einer Cash-Out-Sofort-Funktion. Wir werden gewinnen, wir sind die Besseren. Ja. 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 Hey! Bis nachher, ne? Ja, ich kann mich jetzt aussuchen, wo ich auf der Welt Trainer werde. Sekunde. Kasachstan. It's fantastic. Ich bin der erste deutsche Trainer, der mit einer englischen Mannschaft englischer Meister wird. Und man kann, glaube ich, sagen, dass wir bei Borussia Dortmund nicht nur im Tor mittlerweile voll vernetzt sind. Hör mal, du Komiker. Du weißt gar nicht, was ich für Tricks drauf habe. Ja? Ja. Die Stimmung an der Anfield Road, die ist so geil. Also, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir hier nicht einen auf Ludwig der 14., weißt du? Der Sonnenkönig. Das bin immer noch ich. Wir kloppen euch 5-0 aus dem Stadion. Ganz ehrlich, der ist zu kaputt, um weiter auf Weltklasse-Niveau zu spielen. Ja, langsam kann Bayern für die eine Abwrackprämie kassieren. Ulreich im Tor des FC Bayern. Ja. Damit steigen die Chancen für den BVB, dass Favre mit seinem Ballgeschiebe doch noch deutscher Meister wird. Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn beim FC Bayern? Da würde ich zweimal im Jahr würde ich ein Derby spielen, in England jede Woche. Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Ganz ehrlich, wenn Bayern wirklich wieder deutscher Meister werden würde. Holt der Kloppo. Hier, ich. Dies ja endlich ein Titel. Ja.